Herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte wirklich unterstreichen, und es ist keine Floskel sozusagen des Eröffnens, dass ich das für sehr wichtig halte, dass dieses Thema hier so thematisiert wird in Deutschland und dass es auch so thematisiert wird von Anfang an mit der Frage der Demokratie und Rohstoffe, und dass wir uns nicht nur die Frage der Rohstoffausbeutung anschauen, sondern dass auch diese wichtige normative Position genannt wird, die Kämpfe darum, wie eigentlich Rohstoffaneignung thematisiert wird. Das ist eine Debatte, die läuft in Lateinamerika ja schon sehr intensiv, die läuft auch bei uns lange, aber in dieser Ausrichtung, glaube ich, ist es wirklich was Neues und wichtiger Punkt. Herzlichen Dank an Barbara Unmüßig, Ingrid Spiller-Lillifuhr und viele andere, die sozusagen das auch vorantreiben. Ich möchte das gleich mit einer Einladung anschließen. Wir bereiten gerade eine internationale Tagung vor in Wien im Dezember zum Thema faire Ressourcenpolitik. Also die auch sich dafür interessieren und auch dazu forschen, sind herzlich eingeladen. Es gibt einen Call for Papers. Ich habe ihn draußen ausgelegt. Können Sie, ja, oder auch einfach kommen, können Sie gerne machen. Und der letzte Werbebemerkung. Wir haben draußen, ich bin Mitherausgeber der Blätter für deutsche internationale Politik und habe damit Christina Dietz im letzten Novemberheft einen Artikel zu Ressourcenextraktivismus in Lateinamerika. Wir haben draußen einige Exemplare, nehmen sich gerne bei Interesse mit. Ja, zum Abschluss einer Tagung, ich möchte gar nicht groß systematisch sein, sondern wir sollten uns den Raum nehmen, Liegengebliebenes, Aufgerissenes zu thematisieren, und ich habe drei Bemerkungen. Einerseits zum Thema Postextraktivismus, das hat ja Carlos Montre gerade aufgemacht, Edgardo Lander und andere. Die Frage nochmal von Gesetzen und Regeln. Ich fand heute Morgen sehr interessant, dass ganz viel und jetzt auch vorhin auf dem Panel ganz viel Hoffnung darauf gesetzt wird, dass eben richtige Gesetze, richtige Regeln gemacht werden. Governance, wie man heutzutage sagt. Das Konsumentenverhalten reicht nicht, sagte vorhin eine Kollegin auf dem letzten Podium. Und dann die Frage der Demokratie. Auf die Frage von Wachstum, Wachstumszwängen würde ich dann in der Diskussion eingehen. Ich möchte anfangen, jetzt in Verlängerung von Carlos und auch anderen. Was heißt eigentlich Postextraktivismus? Und wir haben eine Unterscheidung in einer Arbeitsgruppe eingeführt, wo Edgardo Lander, Christina Dietz, Maris de la Svampa werden einige kennen, Eduardo Godinas mitarbeiten, wo wir eine Unterscheidung machen, die mir ganz wichtig erscheint. Es gibt einen, jetzt Spanisch, einen Extractivismo depredador, das heißt einen ausbeuterischen Extraktivismus. Es gibt einen Extractivismo sensato, man würde sagen, einen Versuch des nachhaltigen Extraktivismus, also mit sozial- und ökologischen Standards, das war gerade die Diskussion. Und es gibt eine Extraktion indispensable, also eine absolut notwendige, auf das Minimum reduzierte Extraktion. Nur dann, wenn Recyclingkreisläufe nicht mehr funktionieren, dann gibt es diese Form der Ressourcenextraktion. Und ich halte die Unterscheidung für wichtig, damit wir nicht sagen, Extraktivismus ja oder nein, sondern Extraktivismus nein. Aber es gibt weiterhin natürlich die Notwendigkeit, bestimmte Ressourcen aus der Natur zu entnehmen. Und dann ist es die Frage der Bedingungen, die Frage der Kämpfe, die wir heute gehört haben. Und mir ist es deshalb wichtig, weil wir, glaube ich, verstehen sollten, und deshalb ist dieser Auftakt hier mit dieser Tagung auch so wichtig, Extraktivismus ist nicht nur eine ökonomische Aktivität, sondern ist ein Entwicklungsmodell. In den, wenn Sie so wollen, Entnahmeländern, also in den lateinamerikanischen Ländern, bedeutet es, dass eine Produktions- und Lebensweise in den Ländern daran hängt, dass Klassenverhältnisse darum strukturiert sind. Die Frage von Landbesitz, die Frage, wer besitzt die Firmen, transnationale Unternehmen oder andere. Die Frage des Aufstiegs von urbanen Mittelklassen, jetzt natürlich auch in den Ländern, wo Verteilungsspielräume sich öffnen. Die Frage von Ausschluss von Indigenen oder subalternem Einschluss von Indigenen. Die Frage des Staates ist, wenn wir Extraktivismus als Entwicklungsmodell begreifen, nicht nur eines Staates, der die Regeln setzt, sondern eines Staates, der dieses Modell mit vorantreibt. William Sachet, ein französisch-kanadischer Kollege in unserer Arbeitsgruppe, hat für Kanada den Begriff des Mining State geprägt. Ja, der kanadische Staat ist ganz stark strukturiert um Bergbau. Und das gilt ja auch teilweise für lateinamerikanische Länder, und Klaus Bodemar hat es ja heute Morgen nochmal angesprochen, wo kommen denn die Steuern her, ja, in dieser Ambivalenz, dass es jetzt da bestimmte Entwicklungsmodelle gibt. Extraktivismus bedeutet eine bestimmte Integration in den Weltmarkt, bedeutet hier, das haben wir gerade auf dem letzten Panel gehört, die Studentin von der FU hat da sehr schön darauf insistiert, heißt eine bestimmte Lebensweise hier, ich nenne das mit Markus Wissen, eine imperiale Lebensweise, dass wir permanent und ganz selbstverständlich auf billige Ressourcen, auf billige Arbeitskraft zurückgreifen. Vielleicht letzter Gedanke, das kann man natürlich ewig diskutieren. Ich möchte nur gleich mein Argument machen. Der
Philosoph Theodor Adorno hat in einem kleinen Aufsätzchen, den er mit dem Begriff Fortschritt überschrieb, mal argumentiert, Fortschritt könnte sich da wirklich ereignen, wo der Zwang zu Fortschritt abgelöst ist. Das halte ich für einen ganz wichtigen Gedanken. Wir sind in einem Fortschrittszwang und der Extraktivismus speist sich sozusagen ein in einen Wachstums- und Fortschrittszwang, den wir weltweit haben und der gerade sozusagen ganz stark exportiert wird. Also das wäre meine erste Bemerkung. Das hat enorme Implikationen für das Nachdenken und das Vorantreiben von Alternativen. Dann ist es eben nicht der Staat, der die Regeln setzt, sondern muss der Staat, Barbara hat es in der Einleitung gesagt, in den Strukturen verändert werden, wegzukommen von der Steuerabhängigkeit, das ist völlig richtig, was Klaus Brodemer sagt, und muss auf eine andere materielle Grundlage gestellt werden. Die Ökonomien müssen auf eine andere materielle Grundlage gestellt werden. Die Klassenstrukturen in den Gesellschaften müssen verändert werden, dass eben nicht die Rentiersklasse oder die Agrarbourgeoisie, das große Thema in Lateinamerika, was sich auch die progressiven Regierungen ja nicht trauen anzufassen, dass das verändert wird. Dann können wir überhaupt Richtung Postextraktivismus nachdenken. Das wäre sozusagen meine erste Bemerkung, dass wir daran festhalten, ein wichtiges Resultat dieser Tagung. Es ist ein Entwicklungsmodell und es ist nicht nur eine ökonomische Aktivität. Und da hängt wahnsinnig viel dran und es muss wahnsinnig viel verändert werden, wenn wir so wollen, die globale Produktions- und Lebensweise, die fossilistisch ist, die industrialistisch ist, die kapitalistisch ist. Zweiter Gedanke, in Anschluss an Carlos Monge, was mir gut gefallen hat, dieser Gedanke, wir haben jetzt Kämpfe, wenn ich es richtig verstanden habe, und wie werden wie wird das Erreichte auf Dauer gestellt? Wie werden Gesetze, die Veränderung der Verfassung in Venezuela, in Ecuador, in Bolivien oder die vielen Gesetze, Anna hat es für Argentinien beschrieben, welchen Stellenwert hat das? Und ich möchte nur einen Gedanken formulieren, ich bin da selber, habe mir das selber nicht so klar. Offensichtlich scheinen ganz viele Kämpfe in Lateinamerika und weltweit seit den 90er Jahren, wenn man so will, post 89, wo es nicht mehr das große Alternativmodell gab, Sozialismus, sich in die Form des Rechts, in die Form der Gesetze, in die Form der veränderten Verfassung zu begeben. Wir kämpfen um Rechte, um Menschenrechte, um andere Verfassungen, um andere Gesetze. Wir haben gehört, dass vieles nicht wirkt, dass die Umweltgesetze in Argentinien, in La Rioja gar nicht angewendet werden, aber trotzdem gibt es diesen Einsatzpunkt. Und ich rege hier an, zum Abschluss dieser Tagung und ich hoffe als Auftakt für andere Tagungen, dass wir sensibel sein sollten. Gesetze und Recht sind nichts Neutrales. Gesetze und Recht ist etwas zutiefst bürgerlich-kapitalistisches. Und natürlich gibt es Menschenrechte und wir sollten das Terrain der Menschenrechte nicht verlassen. Aber wenn wir darüber nachdenken, welche Wirkung haben Gesetze in Lateinamerika, dann geht es eben ganz stark unter bürgerlich-kapitalistischen Bedingungen um die Absicherung von Eigentumsrechten. Ja, und nicht nur um Menschenrechte. Und dieser Korridor oder wenn man so will, die Form des Rechts ist eine unglaublich mächtige Form, die wir in Kämpfen in Frage stellen müssen, aufbrechen müssen, verändern müssen. Also mein zweiter Punkt wäre, dass wir uns nochmal genauer Klarheit verschaffen, was bedeutet eigentlich der Kampf um Rechte? Das ist kein neutrales Terrain, die Rechte, die Verfassung, sondern sie sind selber präfiguriert, sie sind selber machtförmig, es sind Terrains, auf denen erstmal, ich mache es ein bisschen platt, die Bourgeoisie, das Kapital, Gatt ist vorhin gefallen in der letzten Runde, dass die erstmal den Ton angeben, um welche Rechte es geht. Also, und das hat mich bei Carlos angeregt, eine Politik der Gesetze, die wichtig ist, eine Politik der Rechte, die wichtig ist, müsste ergänzt werden um eine Politik der Kräfteverhältnisse. Um eine Politik, dass die den Rhythmus vorgeben, die transnationalen Unternehmen, die Agrarbourgeoisie, die Bergbaubourgeoisie, dass die auch geschwächt werden. Wir müssen geschwächt werden, wir müssen uns ja nichts vormachen. Es reicht eben nicht nur, gute Gesetze zu haben, sondern in La Rioja, in Argentinien, die Gesetze auch zur Anwendung zu bringen, um diejenigen, die eben an der Nichtanwendung ihre Interessen realisieren, auch wirklich zurückweisen zu können. Also ich mache es natürlich jetzt ein bisschen schematisch in so einer Schlussrunde, eine Politik der Rechte zu ergänzen durch eine Politik der Kräfteverhältnisse, dass die schwächeren, ausgegrenzten Akteure auch wirklich gestärkt werden und ihre Stärkung auf Dauer gestellt werden. Das war, wenn ich es richtig verstanden habe, der Gedanke von Carlos. Und letzter Gedanke, dass ich auch in den 10 Minuten bleibe, ist die Frage der Demokratie.
Gerade wurde auch gesagt auf dem Podium, Konsumenten oder die Veränderung von Konsum reicht nicht, wir brauchen Staat und Regeln und am besten auf internationaler Ebene. Das hat auch Klaus Bodem hervorgehoben, das fand ich ganz wichtig hier. Das fehlt oft in Lateinamerika. Diejenigen, die sich auskennen, man hat in lateinamerikanischen Debatten oft den Eindruck, das ist die nationalstaatliche Ebene oder die lateinamerikanische und das, was draußen kommt, ist US-Imperialismus oder WTO oder Weltbank. Ja? Aber diese Frage, dass wir eben auch transnational Alternativen schaffen müssen, ist oft, nicht immer, aber oft abgeschattet. Ich möchte aber einen Punkt noch in Erinnerung bringen. Demokratie ist nicht nur Regeln, sondern Demokratie selber ist ein voraussetzungsvoller Prozess. Es ist eine Frage der demokratischen Kultur. Es ist eine Frage von Transparenz, von Wissen. Ja, wer weiß überhaupt, wie partizipiert werden kann, wie die Gesetze gemacht werden. Also sozusagen unseren Blick zu öffnen in der Frage der Demokratie. Demokratie ist nicht nur eine Frage von legitimer staatlicher Herrschaft, sondern Demokratie ist im Kern, das ist meine Position, ich weiß, es gibt viele andere, im Kern ist die Frage der Demokratie die Frage, wer bestimmt wie über die Entwicklungsrichtung der Gesellschaft. Bestimmen die, die wollen Extraktivismus, die wollen kapitalistische Verwertung, die wollen Finanzmarktkapitalismus noch eine Stufe weiter, oder da gibt es viel in between natürlich, oder die sagen, wir wollen eine solidarische, nachhaltige, gerechte Weltgesellschaft. Mit allen Schattierungen natürlich. Das wäre für mich der Ausgangspunkt der Frage der Demokratie. Natürlich spielt der Staat eine Rolle und Regeln und Gesetze und Transparenz, aber wenn wir über Alternativen nachdenken, in diesem wahnsinnig frustrierenden Feld des Ressourcenextraktivismus, wie auch, ich glaube, hat auch Klaus gesagt heute Morgen, wer will denn, wer sind denn die Akteure der Alternativen? Dann müssen wir an diese Frage ran, nämlich erstmal zu fragen, wer bestimmt heute darüber, wie es läuft. Und dann sind wir bei sehr, sehr herrschenden Interessen. Dann sind wir, die mich kennen, wissen, mein Lieblingstheoretiker heißt Antonio Gramsci, neben Marx. Dann sind wir auch bei der Frage, warum sind die Verhältnisse heute so breit akzeptiert? Der hegemoniale Charakter der Welt, der hegemoniale Charakter der imperialen Lebensweise, die sich ja in China und in Lateinamerika, in den Städten, in den urbanen Mittelklassen ausweitet. Also die Frage, ich habe da auch keine Antwort, ich will nur den Punkt aufmachen. Die Frage der Demokratie bedeutet nicht nur die Frage von transparenter und freier, also legitimierter staatlicher Herrschaft, sondern die Frage, wie wird die Gesellschaft insgesamt gestaltet? Und dann sind wir bei der Frage von Eigentum. Zum ersten Mal ist vorhin vom Kollegen der Begriff kapitalistisch gefallen. Wer verfügt in dieser Gesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft, sind es eben sehr stark die Vermögensbesitzer. Und dann sind wir nicht nur bei Frage von Demokratie im Rahmen von Staat, sondern sind wir bei Fragen von Wirtschaftsdemokratie, aber eben auch von demokratischen Kulturen, von demokratischem Zusammenleben. So viel mal zum Auftakt. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Uli. Ich hätte jetzt schon eine ganze Kanonade von Fragen an dich. Ich halte mich jetzt aber zurück, weil ich mir sicher bin, dass gerade auch mit Nancy wir das Thema Rechtsetzung, Rechtsdurchsetzung, wer sind die Akteure, die denn diese Kräfteverhältnisse verändern, nochmal auf diesem gesamten Panel behandeln werden. Nancy, du bist eine Frau, die seit vielen Jahren, ich sagte es schon in meiner Vorstellung, Indigene, Kleinbauern, all diejenigen, die exkludiert werden aus diesem extraktiven Modell, vertritt und verteidigt. Welche Bedeutung hat aus deiner Perspektive Recht? Recht im Sinne von, ich habe gesetzliche Vorgaben, Verfassungsvorgaben, die helfen, Recht zu erstreiten. Und was sind denn institutionelle Voraussetzungen, vielleicht auch demokratische Voraussetzungen, dass Recht überhaupt nützt, um erfochten und erstritten werden zu können? Bueno, muchísimas gracias. A ver, primero partir mi reflexión a propósito de si la discusión debe ser posicionada a partir del post-extractivismo o más bien dar cuenta
de cuál es la realidad social de nuestros países en donde la diversidad de sistemas de vida y costumbres es una realidad previa al extractivismo y, por supuesto, que nos ofrece respuestas que están enraizadas en el sistema de vida y costumbres de los pueblos. Entonces, lo primero, frente a una de las preguntas que aquí se ha planteado, ¿no? ¿Qué posibilidades de uso sociológico y democrático de recursos naturales se ofrecen? La verdad que el extractivismo nos coloca en la disyuntiva de pensar que en los territorios no existía ningún tipo de relación con los recursos naturales o que no existen actividades económicas, sociales y culturales que determinan, en definitiva, un modelo de desarrollo alternativo previo. Este no solo existe, sino que además se ha venido desarrollando desde tiempos inmemoriales hasta la fecha. Se ha visto modificado en distintas coyunturas históricas, pero hace parte del proyecto político y civilizatorio de nuestros pueblos, que es precisamente el que las comunidades indígenas, campesinas, locales, de pescadores, han desarrollado y pretenden, en definitiva, mantener hacia el futuro y transmitir a sus futuras generaciones. Es en la lucha o en la disputa por la preservación de este modelo civilizatorio en donde los pueblos indígenas y las comunidades locales han llegado precisamente a redefinir este marco normativo de derechos fundamentales que tiene su base en los derechos humanos. Ahí es donde efectivamente los derechos humanos nos ofrecen oportunidades. O sea, si uno piensa en cómo se ha venido dando la evolución de los derechos humanos a nivel internacional, nos encontramos sin recurrir a la lógica de las generaciones, pero sí es ilustrativa para dar cuenta de que hay una primera fase de lucha por el ejercicio de derechos civiles y políticos que se levantan como cartas de triunfo de la ciudadanía frente a los abusos del Estado. Pero generaciones posteriores de derechos en las cuales las sociedades están luchando precisamente por el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales que aseguren una mayor justicia social en nuestras comunidades políticas, y una tercera fase que es la de los pueblos y comunidades, aquellos que se quedaron fuera del proceso de descolonización porque finalmente fueron de alguna manera determinados por la opción de la comunidad internacional de preservar la integridad de los estados republicanos, entendiendo que en ese modelo de Estado había una oportunidad para el desarrollo de los principios de igualdad, de libertad y de no discriminación que hacen la base de la democracia liberal. Pero no es así para los pueblos indígenas. Y por lo tanto es en ese escenario donde los pueblos indígenas, a partir de la década de los 70, comienzan a presionar en la comunidad internacional por un estatuto de derechos distinto, que boga precisamente porque se establezcan bases jurídicas que le permitan la preservación de su sistema de vida y costumbre diferenciado. Y por lo tanto, la particularidad de estos derechos tienen que ver en primer lugar con el sujeto, un sujeto de derecho que no es individual, sino que es un sujeto de derecho colectivo, un sujeto de derecho que de alguna manera replantea las instituciones que son propias del derecho positivo estatal, que de alguna manera boga por una ciudadanía diversificada en la que los derechos de participación política propios del sistema representativo democrático en definitiva quedan cuestionados por un mecanismo de participación directa a través del ejercicio específicamente de la consulta y del consentimiento previo, libre e informado. Con este estatuto de derechos es que finalmente, los pueblos indígenas y las comunidades locales han intentado reaccionar al modelo extractivista y fundamentalmente han intentado reaccionar a la imposición en nuestros países del modelo neoliberal fundamentalmente. Si uno piensa en los procesos constituyentes latinoamericanos, hay dos fases nuevamente, ¿no? Una en la cual, en definitiva, en términos de la constitución económica, lo que se recoge es el modelo neoliberal extractivista.
Pero desde la perspectiva de los derechos ya en la transición política de las dictaduras hacia los incipientes procesos democráticos de las décadas de los 90, comienzan en definitiva a recoger este Estatuto de Derechos Humanos. Sin embargo, un Estatuto de Derechos Humanos que de alguna manera se representa en las lógicas más bien del Estado Social de Derecho, en el cual se recoge precisamente la experiencia europea. O sea, de alguna manera la cuestión de los derechos humanos nos posiciona el debate en el marco de la globalización, no solo de la globalización económica, sino que también de la globalización de los derechos fundamentales y de un modelo político que ha actuado de alguna manera como corrector de los impactos negativos del modelo de libre mercado. Las instituciones globales han plegado estos cambios. Si uno piensa en cómo ha reaccionado finalmente la banca multilateral, la OECD, los órganos jurisdiccionales del sistema de comercio internacional, es recogiendo precisamente estos principios de derechos humanos. Pero yo diría que la segunda fase es donde viene la diferencia y está dada precisamente por cómo nuestras sociedades reaccionan a este modelo que finalmente termina imponiendo un modelo extractivista que echa por tierra este sistema de vida y costumbre que es propio de las comunidades indígenas, de las comunidades locales, pero también de la mayoría de las sociedades latinoamericanas que no se encuentran en los centros urbanos de mayor concentración demográfica en nuestros países. Porque si uno mira a las regiones y a las provincias, los compañeros que trabajan en Latinoamérica, así lo deben haber constatado, lo que surge efectivamente son una diversidad de modelos económicos en torno a los cuales se ha desarrollado la vida de esas sociedades. E incluso en aquellos espacios en donde ha sido posible construir instrumentos de gestión política, instrumentos de planificación territorial o de uso y aprovechamiento de recursos naturales, lo que emerge es un modelo económico claramente mucho más diversificado que el que nos impone el extractivismo. Y finalmente la disputa se genera entre preservar estos modelos consensuados al interior de las provincias, de las regiones, en donde emergen modelos arraigados en la tradición, pero también modelos reconvertidos a los nuevos desafíos que impone la modernidad. Modelos que tienen su expresión en una diversificación de la agricultura, modelos que tienen su expresión en el turismo de intereses especiales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que uno observa finalmente en esta segunda fase, yo diría, es la emergencia de movimientos sociales que, abogando por la preservación de los modelos económicos propio de sus territorios, finalmente logran posicionar en el debate constitucional, y por eso sostengo que lo hacen desde los derechos fundamentales, en definitiva el reconocimiento de las particularidades que hacen a su sistema de vida y costumbre, y específicamente de dos derechos fundamentales, el derecho de participación directa y el derecho a participación directa y, de igual modo, el derecho, en definitiva, a preservar, en definitiva, su sistema de vida y costumbre. Voy a ir cerrando, porque estoy... sí creo que, dicho esto, cabe tal vez cuestionar esta perspectiva de que el debate tiene que ver o de alguna manera problematizar esta referencia a cómo opera o cómo resuelven los dilemas del extractivismo los gobiernos izquierdistas o progresistas en nuestra región. Yo creo que esa concepción nos enreda. Y nos enreda porque efectivamente lo que vivimos hoy día es precisamente una fase que ha superado las cuestiones de las derechas y las izquierdas. Si uno piensa en definitiva lo que es precisamente
este particular sistema de vida y costumbre propio de nuestras sociedades, el que le ha dado una nueva resignificación ideológica a los procesos constituyentes en Latinoamérica. Y ha sido precisamente los que han permitido poner en la discusión la cuestión de la plurinacionalidad. Y a través de la plurinacionalidad evidenciar que el Estado ya no tiene el monopolio normativo, sino que también la producción normativa es el resultado de un proceso social en el cual nuestras comunidades políticas definen la cuestión del acceso, la distribución de los recursos naturales y la resolución de los conflictos. Y eso hoy día está en debate en las cortes internacionales y en las cortes domésticas. Y me parece que hay conquistas importantes de parte de nuestros pueblos que han llevado a que muchos de los estados e incluso las industrias hoy día señalen que el problema es el de la judicialización de los conflictos. En circunstancia que este fenómeno de la judicialización de los conflictos no es sino las conquistas jurídicas de nuestras sociedades en la disputa por los derechos fundamentales que no son disponibles. Con eso termino. Okay. Ja, nochmal viel Stoff und ich würde jetzt, bevor Raimund Bleischwitz nochmal mit einer anderen Dimension drankommt, ganz gerne jetzt zwischen Nancy und Uli vielleicht doch noch mal einen Dialog eröffnen und nachher natürlich auch mit Ihnen. Es wird auch wieder eine Fishbowl-Runde geben, deswegen stehen auch die beiden Stühle da. Meine Nancy hat noch mal ganz klar gesagt, dass das, was wir an Verfassungsrechten, Grundrechten und Menschenrechten kodifiziert haben, wir haben universelle Menschenrechte in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erstritten. Wir müssen uns bewusst machen, dass das auch durch soziale Kämpfe über viele Jahrhunderte erstritten wurde. Und für mich sind diese universalen Menschenrechte nicht nur der Ausdruck bourgeoiser Eigentums- und Machtinteressen. Das würde ich ganz gerne festhalten. Ich gebe dir recht, Uli, dass Regulierung, davon habe ich gestern Abend auch gesprochen, Regulierung im Rohstoffsektor definitiv kein neutrales Terrain ist, sondern absolut die Interessen derer, die Profite machen wollen in diesem Sektor, prägen. Aber wenn es um Rechte geht, um bürgerliche Rechte, um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, finde ich, müssen wir schon noch mal unterscheiden, dass die erstritten wurden und weiterhin erstritten werden. Das ist die eine Frage, wo ich dich gerne noch mal ein bisschen herausfordern möchte, wie man da differenzieren muss zwischen Regulierung und Verfassungsrecht und Grundrechten. Die Unterscheidung ist mir wichtig. Das Zweite, auch da, finde ich, müssen wir differenzieren. Grundrechte und Verfassungsrechte, wenn es sie gibt, und ich habe auf dieser Tagung gelernt, wie die Linkswende eben gerade und das Ende der Militärdiktaturen viele neue Verfassungen in Lateinamerika befördert hat, die Grundrechte festhalten, dann ist doch die zweite Frage eine zentrale. Gibt es denn rechtsstaatliche Prinzipien und unabhängige Justiz, die dann auch in der Lage ist, diesen Rechten zum Durchbruch zu verhelfen? Und das ist doch ein großes politisches und demokratisches Problem, nicht nur in Lateinamerika, sondern in vielen Ländern, dass wir es eben genau nicht mit unabhängiger Justiz, nicht mit unabhängigen, mit keiner Gewaltenteilung zu tun haben. Und von daher würde mich schon interessieren an beide, wie sehr lohnt es sich denn, ja, für diese unabhängige Justiz zu kämpfen, muss das nicht auch Teil der politischen Kämpfe sein? Weil wenn wir diese unabhängigen Institutionen nicht haben, dann nützt auch natürlich eine gute Verfassung oder Grundrechte verankert, Gesetzgebung, gar nichts. Von daher nochmal bitte zu diesem Themenfeld vielleicht Kommentare. Ja, das ist immer die Gefahr der 10 Minuten. Es wäre sehr gut, dass du das einforderst. Das war nicht mein Punkt. Mein Punkt war, ich habe auch das vielleicht zu sehr in Nebensätze abgeschoben. Ja, es wird um Rechte gekämpft und es sind Errungenschaften. Das war vielleicht, habe ich wirklich vielleicht so ein bisschen dahin genuschelt. Ich wollte nur den Punkt machen,
Es gibt erkämpfte Verfassungen, das ist ja nicht nur die 80er, 90er, sind ja gerade die drei Verfassungen jetzt in den Ländern, die ich erwähnt habe. Das ist Ausdruck von Kämpfen mit Wolfgang Abendroth, einer der Begründer der deutschsprachigen Politikwissenschaft, könnte man sagen, Verfassungen sind Klassenkompromisse. Das müsste man natürlich in Lateinamerika oder auch heute hier viel breiter denken. Ja, mein Punkt war nur, ganz wichtig, ich will das jetzt also ganz stark unterstreichen, und ich würde es erweitern und sagen, deshalb, das habe ich gelernt in den Interventionen heute tagsüber, es muss trotzdem weiterhin eine Politik der Kräfteverhältnisse geben, damit diese erkämpften Rechte und diese auch in verschiedenen Bereichen ungleichen Rechte wirken. Das ist mein Punkt. Also die Budgets, die Verteilung, die Kämpfe um die Budgets, die ja in vielen Ländern jetzt auch zunehmen, wegen Ressourcenextraktion oder Extraktivismus, wo gehen die Budgets hin? Ja? Gehen sie in essentialistische Politik oder gehen sie darum, eine Lebensweise zu verändern, einen Produktionsapparat zu verändern? Das sind weiterhin Kämpfe auf dem Terrain des Staates. Also ganz wichtig, das nochmal einzufordern, bin ich der Meinung. Und klar, eine Justiz, das wäre mein Punkt, vielleicht in einer Folgetagung oder Folgenachdenken. Die Rechtsform selber wird, das zeigt doch der Europäische Gerichtshof am besten, die Rechtsform wird relativ autonom. Es gibt durchaus Spielräume auch für progressive Rechtsetzungsprozesse, weil sie nicht nur Instrument des Staates ist. Aber ich bin gelernter oder verlernter Politologe, also sozusagen man wird ja auch ein bisschen doof dabei, das Recht nur noch als Instrument des Staates zu sehen. Und mein Punkt darin, nein, das Recht gewinnt eben auch eine gewisse Autonomie. Ne? Stichwort Europäischer Gerichtshof und was du halt meinst mit Verfassung oder mit der Justiz. Und dann nochmal zu Nancy, ich fand das sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Mein Punkt ist nicht, alles ist Extraktivismus. So wie mein Punkt auch nicht ist, alles ist Kapitalismus. Sondern ich habe versucht klarzumachen, und deshalb nochmal vielen Dank für die Erläuterung, also oder für das Nachfragen. Es gibt eine Pluralität von Wirtschaftsformen. Und die wird ja eher gesteigert. In der bolivianischen Verfassung ist jetzt anerkannt, in der plurinationalen Verfassung, auch eine Vielfalt von Ökonomie. Es gibt die private Ökonomie, es gibt die staatliche Ökonomie, es gibt die solidarische Ökonomie und die kommunitäre Ökonomie, solidarisch-genossenschaftlich. Mein Punkt wäre nur, und deshalb würde ich ein Stück weit noch den Extraktivismusbegriff verteidigen, oder den Kapitalismusbegriff, wenn man sagt, Extraktivismus ist ein Projekt von kapitalistischer Modernisierung heute in Lateinamerika, auch in asiatischen Ländern. Und das hat, finde ich, Astrid Ulloa heute sehr klar gemacht mit der Analyse von Territorien. In den konkreten Territorien kämpfen nun verschiedene Ökonomien und ihre Interessen und ihre Träger darum, was auf dem Territorium stattfindet. Und dann wäre eine Einschätzung aus einer extraktivismuskritischen Sicht, nicht, dass sich immer der Extraktivismus durchsetzt. Wir haben ja diese vielen Beispiele, wo sie sich nicht durchsetzen, Stichwort Mexiko. Aber, das wäre jetzt meine Einschätzung, es gibt eine starke Grammatik, es gibt starke Interessen zurzeit, dass sich in der Konkurrenz der verschiedenen Ökonomien nicht immer der Extraktivismus durchsetzt, aber es eine starke Tendenz gibt, starke Interessen gibt. Und darauf sollten wir achten. Das ist mein Punkt. Oder Raul Prada aus La Paz hat in unserer Arbeitsgruppe immer wieder argumentiert, so schön es ist in der bolivianischen Verfassung und auch ein Stück weit in der Realität, die Pluralität der Ökonomien zu haben, gibt es eine verdammt starke Tendenz, die extraktivistische Ökonomie dann doch durch die anderen durchzuziehen. Nur darauf wollte ich hinweisen. Nicht, dass ich die anderen Ökonomien vernachlässige und die Widerstände, die gegen den Extraktivismus vernachlässige. Da wäre ich der Letzte, der das macht. Ja, danke, Uli. Nancy, would you like... Sí, un comentario. Bueno, primero, las constituciones latinoamericanas, la constitución material, o sea, aquella que es la constitución escrita, reconoce un estatuto de derecho que ha incorporado no solamente los llamados derechos liberales, sino que también los derechos sociales. Y bajo ese paradigma entonces se han ido reconociendo los derechos al medio ambiente, cláusula ambiental hay prácticamente en todas nuestras constituciones, y un reconocimiento cada vez más creciente a derechos fundamentales a recursos naturales esenciales, como es el caso del agua, y obviamente un consenso respecto a la situación de derechos de pueblos indígenas. Ahora, respecto a la situación de derechos de pueblos indígenas, y esto me parece importante porque creo que ha estado en el debate como la cuestión de la obligatoriedad o no de esta normativa.
El derecho internacional de los derechos humanos hace parte de nuestras constituciones políticas. En la mayoría de nuestras constituciones ha sido incorporado en la constitución material, o sea, hay normas que dicen expresamente que los tratados sobre derechos humanos ratificados y vigentes son parte de la constitución. Eso ha ocurrido con el derecho a la consulta, que es considerado un derecho humano, es decir, un derecho fundamental, y por lo tanto no existe margen de discrecionalidad por parte de los estados, a pesar de que todos han argumentado que tienen la voluntad política de una implementación gradual de estos derechos, en circunstancias de que si se trata de derechos fundamentales y están recogidos como normas y principios en los textos constitucionales, no cabe esa aplicación gradual. Ahora, respecto a la cuestión de la justicia independiente, es un tema clave. Y es un tema clave por dos razones. Básicamente, la cuestión de los derechos depende, si es que el Estado finalmente no tiene la voluntad política de implementarlos, la alternativa es recurrir a los órganos judiciales para su exigibilidad. Los órganos judiciales, sobre todo en sede interna, suelen estar permeados por los intereses hegemónicos, ya sea de parte del Ejecutivo o de parte de grupos de poder, razón por la cual los pueblos han recurrido a las cortes internacionales. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido clave en este ámbito, y cuando el sistema interamericano de derechos humanos ha avanzado, los estados lo han intervenido. ¿Ya? Los estados acaban de intervenir al sistema interamericano de derechos humanos, lo hizo específicamente toda la región liderado por Brasil, en el caso de la central hidroeléctrica Belo Monte, pero en mi opinión no lo consiguieron del todo. Y no lo consiguieron del todo porque una corte doméstica recogió la demanda de las comunidades indígenas y finalmente hizo lo que la Comisión Interamericana por intervención del Estado no hizo. Qué pena tener que terminar y no poder profundizar en nada de esto, pero lo pongo sobre la mesa porque efectivamente creo que está cambiando la dinámica también en el sistema interamericano. Los estados pueden abusar, pero todo tiene un límite si hay una sociedad civil consciente de sus derechos. Herzlichen Dank auch nochmal für die Ergänzung. So, Raimund, danke für deine Geduld. Wir werden uns jetzt nochmal mit deinem Beitrag näher auch mit ökonomischen Steuerungsinstrumenten beschäftigen. Ich finde, dass wir es gut ist, wenn wir noch mal auch über Besteuerungsmöglichkeiten des extraktivistischen Modells reden. Hätte das eine zumindest dämpfende Wirkung auf den Boom oder würden zumindest Finanzmittel zustande kommen, die für eine bessere Verteilung geeignet wären, als rein nur die Einnahmen assistenzialistisch, wie du gesagt hast, zu verteilen, sondern gibt es über Steuern noch andere Lenkungswirkungen, die gerechter wären. Darüber wirst du, glaube ich, eine kleine PowerPoint präsentieren oder hast du dich umentschieden? Ja, danke, Barbara. Ja, ich denke, man kann mich so hören, danke. Mhm. Ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, aber ich glaube, es stört den Fluss der Diskussion. Wer mag, kann die im Nachhinein wahrscheinlich auf der Webseite dieser Tagung sehen, aber es ist, glaube ich, keine zwingende Notwendigkeit, dass es jetzt aufgespielt wird, ich dahin gehe und so weiter. Ich würde gerne auch diese Gerechtigkeitsfrage, die angesprochen worden ist, hier im Hause der Böll-Stiftung, auch vor dem Hintergrund der globalen Umweltveränderungen, kurz thematisieren, denn die Entwicklungsspielräume für einzelne Menschen, für Gruppen, für ärmere Bevölkerungsgruppen werden ja zunehmend enger. Die Evidenz von Intergovernmental Panel on Climate Change, dem Klimarat, aber auch dem Ressourcenrat mit seinen neueren Gutachten über Landnutzung zeigt eigentlich sehr deutlich die Restriktionen, wenn man so will, auch die Verteilungskonflikte. Die Demokratiefrage heute heißt ja, wer hat welche Chancen, die Natur zu nutzen, die Ressourcen zu nutzen, wie sieht es auch mit den Möglichkeiten künftiger Generationen aus? Und wir haben in den letzten Jahren gelernt, Hurricane Katrina hat in New Orleans überwiegend die armen Leute getroffen. Und ähnlich war es in den Philippinen und es gibt mehr Beispiele. Das heißt, die Demokratiefrage ist heute nicht nur, wie sie historisch immer war, eine Frage von, was können sich
Bevölkerungsgruppen, was kann sich die Zivilbevölkerung erkämpfen, sondern auch, wie kann geregelt werden, wie der Umweltraum, wie die Ressourcen verteilt werden können. Man kommt sehr schnell auch von Umwelt auf die Ressourcen, weil die Forschung auch belegt, dass Rohstoffe umweltintensiv sind. Die Lebenszyklusanalysen zeigen, es sind nicht nur die fossilen Energieträger, Öl, Kohle, Gas, genauso umweltintensiv sind die wesentlichen Agrarrohstoffe und die Massenmetalle. Das heißt, man muss über eine allgemeine Reduktion nachdenken der Stoffnutzung. Und es ist nicht nur die Umweltforschung, die das tut. Die EU hat das in ihren Plänen vorgesehen. Sie spricht sich aus für eine sinkende Primärmaterialnutzung. Vor einigen Wochen hat das die Ressourceneffizienz-Plattform gesagt, wir wollen die Ressourcenproduktivität verdoppeln, mit unterschrieben von einer ganzen Reihe von Unternehmen. Das heißt, es gibt durchaus auch Chancen, die damit verbunden sind. Und da spielen natürlich die Preise eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben in diesem Papier, was wir für die Böll-Stiftung geschrieben haben, auch sehr viel über die Wissensbasis gesprochen, weil es ja kompliziert ist, nachzuvollziehen, wo die Stoffe herkommen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Handy, wissen Sie, was da alles drin ist? Hier vielleicht schon, aber es ist nicht so einfach. Das heißt, die Wissensbasis spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, was heute hier auch klar geworden ist, ist, dass man im Grunde genommen sehr viel mehr abgestimmte Planung benötigen würde, auch mit der Umweltforschung. Wenn man so will, eine weltweit koordinierte Planung, wo überhaupt Rohstoffe abgebaut werden können in der Zukunft. Und es darf dabei auch durchaus No-Go-Areas geben. Hotspots, Biodiversity wurden genannt, indigene Völker. Diese Möglichkeit muss es geben, international abgestimmt zu sagen, da wollen wir gar nicht erst reingehen, um sich dann auf Gegenden zu konzentrieren, wo es möglich ist. Alles unter der Prämisse, dass es ein neues Paradigma gibt, insgesamt weniger zu verwenden. Das heißt, der Druck auf die Bergbauländer, der Druck auf die Abbauländer würde auch von der Seite aus nachlassen. Nicht von heute auf morgen, nicht mit allen Ländern gleichzeitig. USA, China, gibt es viele, viele Fragen. Aber das wäre im Grunde genommen die radikale Transformationsperspektive, mit der man sich auseinandersetzen würde. Und was könnten Bergbauunternehmen dabei machen? Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass Bergbau sehr viel besser betrieben werden kann. Der gewaltige Energiebedarf kann aus erneuerbaren Energien kommen. Der gewaltige Wasserbedarf kann auf nachhaltige Weise erzeugt werden. Für Entsalzungsanlagen kann auch die Elektrizität aus grünen Energien kommen. Es gibt also viele, viele Möglichkeiten. Und natürlich, klassisches Schadstoffmanagement ist eigentlich Stand der Technik, es besser zu machen, wenn das Recht dies mit unterstützt. Das heißt also, von der Möglichkeit hat der Bergbau viele Jahre sicherlich viel verschlafen von dem, was möglich ist, und kann in den nächsten 20, 30 Jahren deutlich umweltverträglicher werden, auch unter der Prämisse, man muss nicht überall buddeln, wo man Rohstoffe vermutet, sondern es gibt eine Planung zu sagen, Zurückhaltung in diesem Bereich. Steuern spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben sie hier in vielen OECD, in vielen Industrieländern als sogenannte Ökosteuern. Und wir haben gelernt, dass diese Preise funktionieren. Die Nachfrage nach Benzin ist sogar in Deutschland rückläufig, dem Land der Automobilfreunde. Hier wird weniger Benzin verbraucht in den letzten Jahren, unter anderem wegen der Preise. Nun wäre im Prinzip ja die Frage an die Extraktionsländer, auch in Lateinamerika, warum lassen sich die Länder entgehen, dass es hier eine Zahlungsbereitschaft gibt? Hier wird 1,50 Euro für den Liter Sprit bezahlt, die Produktionskosten sind deutlich geringer und es ist überhaupt nicht einzusehen, im Prinzip, dass 3/4 dieses Preises aus Steuern bestehen, die aber hier bezahlt werden. Warum also nicht Extraktionssteuern? Um eine einfache Hausmarke zu nennen, 1 Dollar oder 1 Euro oder ein britisches Pfund auf eine Tonne, auch auf die Massenmaterialien, weil da eben im Einklang mit der Umweltforschung auch die großen Umweltbelastungen sind. Bitte?
dies auf die Ermunterung hin, was kann man mit Steuern machen? Was würde das heißen? Die Preise würden sich erhöhen auf den Weltmärkten, überhaupt keine Frage. Die Annahme wäre ja auch, dass diese Extraktionssteuern mengenbasiert sind und im Zeitverlauf ansteigen. Das heißt, die Preiserwartungen gehen nach oben. Völlig klar. Die Industrie würde es erstmal nicht mögen, das haben wir ja eben auch wieder gehört, Zusatzkosten, ganz schlimm. Andererseits von der ökonomischen Seite her, die Industrie konnte mit steigenden Lohnkosten umgehen, die Industrie konnte mit steigenden Energiekosten umgehen. Solange es die Erwartungen sind, solange es Anpassungsspielräume sind, geht sehr viel. Und dieser erwartete Anschub von Ressourceneffizienz, auch von einem ganzheitlicheren Ressourcenverständnis, wird letztlich angekurbelt überall, wenn man eben schrittweise steigende Preise hat, wo die Extraktionssteuern eine ganz gute Rolle spielen können. Der zweite Grund könnte sein, dass die Industrie derzeit leidet unter den Schwankungen. Es ist gerade für die mittelständischen Unternehmen, die eben genannt worden sind, nicht leicht vorauszusagen, wie in 2 Wochen, in 2 Monaten, in 2 Jahren die Preise sind. Das heißt, die Einkäufer in den Unternehmen haben ein schweres Leben. Und diese Preisvolatilität zu glätten, ist mit eine Funktion von solchen Extraktionssteuern, weil eben viele Einflüsse auf den Weltmärkten, unter anderem der Hurricane, die Überflutung, Erdbeben sind genannt worden, dann ja sich nicht so stark auf die Preise durchschlagen würden, wenn sie eben durch die Steuern geglättet sind. Das heißt also, auch da würde ich sagen, es wird wenig unmittelbare Begeisterung geben, aber es gibt durchaus eine ökonomische Rationalität, zu sagen, wir puffern verschiedene Formen der Marktschwächen, des Marktversagens ab und haben ein vernünftiges Besteuerungsmodell. Wäre das das allein selig machende Modell? Natürlich nicht. Ja, auch ein hartgesottener Ökonom würde nie sagen, die Preise sind das einzige Instrument. Institutionen, das Recht, partizipative Prozesse, das Ganze spielt eine sehr entscheidende Rolle. Hier sind diese Transparenzinitiativen wichtig. Wir können sicherlich noch weiter darüber diskutieren, wie man diese Transparenz- und Verantwortlichkeitsinitiativen stärken kann. Und ich denke auch, dass die Institutionen in den Ländern selber, die aufpassen, dass aus den Steuereinnahmen auch vernünftige öffentliche Investitionen finanziert werden. Das ist letztlich der Schlüssel. Steuern sind auch kein Selbstzweck oder nur für Umweltprobleme eine geeignete Gegenmaßnahme, sondern dienen ja letztlich öffentlichen Haushalten, öffentlichen Ausgaben in verschiedenen Regionen mit längerer Puste. Ich habe aus diesem öffentlichen, aus der Analyse zu Peru, die wir eben gehört haben, nochmal eigentlich bestätigt gesehen, dass man sich nicht an kurzfristigen Erwartungen orientieren soll. Häuser werden angemalt, Freiwillige werden eingestellt, sondern dass es natürlich um Bildung geht, um Gesundheit, um andere öffentliche Investitionen. Aber hier können dann Steuern sicherlich auch eine Rolle spielen. Dies vielleicht als erstes Stichwort. Ja, herzlichen Dank, Raimund. Ich finde, das ist auch Arbeit. Ja, ich sagte es ja schon eingangs, das ist eine Reformperspektive, die auf, erstmal würde ich auch sagen, Schadensbegrenzung und auch auf Umverteilungseffekte, die etwas fairer sind als das gängige Modell, abzielt. Uli, ich denke, du würdest da gerne noch mal drauf antworten. Und jetzt möchte ich schon darum bitten, dass Sie sich hier auf einen der 2 freien Stühle setzen, wenn Sie Kommentare und Fragen haben, tun Sie das, machen Sie davon Gebrauch. Lili sagte, wollen Sie ein Fisch sein? Bitte machen Sie davon Gebrauch. Aha, hier gibt es schon Schlangen. Aber erstmal Uli. Ja, ich halte Reformperspektiven für wichtig und sozusagen, weil sie Alternativen anzeigen und die Möglichkeit anzeigen. Ich will sozusagen nur ergänzend in Frage stellen, also die Annahme ist ja sehr stark, es gibt eine hohe gesellschaftliche Rationalität auf dem Weltmarkt und die gibt es nicht. Der Weltmarkt ist ein Kräfteverhältnis, wie wir vorhin gehört haben. Der Weltmarkt in Lateinamerika ist ein Weltmarkt von transnationalen Unternehmen und den Vorschlag, den ich für sozusagen sinnvoll halte, den muss man sozusagen erkämpfen.
Und wer sind die Akteure? Da sind wir wieder. Wer sind die Akteure, die da Interesse haben, das zu erkämpfen? Ich habe gerade den Roman gelesen von Wolfgang Schorlau, Am 12. Tag, dieser Fleisch, ein Wahnsinnsding, ja. Ja, sehr empfehlenswert, wo es darum geht, sozusagen, ja, die Leute wollen das billige Fleisch und das wird sozusagen in einem hübschen Krimi verpasst. Also der Punkt ist, wieder die Regulierung des Weltmarktes, wie erkämpfen wir, also jetzt ist wir, ne, ist ja auch so ein allgemein, wie wird erkämpft, wie werden die Regulierungen erkämpft, dass es eine andere Rationalität gibt in internationaler Kooperation. Und da würde ich nicht zu viel Hoffnung auf ein aktuelles Steuersystem und den aktuellen Weltmarkt setzen. Das vielleicht ganz kurz. Ja, ja, klar. Ich will aber die Diskussion ja auch nicht ausbremsen. Es ist völlig klar, dass man eine langfristige Transformationsperspektive benötigt. Und ich denke auch, dass von meinen Aussagen her diese klare Richtung, mindestens eine Halbierung der Ressourcennutzung anzupeilen, sehr klar formuliert worden ist. Und das heißt auch, und da finde ich auch durchaus meine Heimatdisziplin interessant, man muss verschiedene Rationalitäten akzeptieren. Es gibt sie. Es gibt Ressourcennationalismus, ähnlich wie Marktwirtschaften. Es wird auch weiterhin sehr unterschiedliche Akteure auf den Weltmärkten geben. Das heißt, es ist zu fragen, wie man mit diesen unterschiedlichen Rationalitäten umgehen kann und wie eine gesamte Strategie aussehen könnte. Und da sind Steuern ein Baustein. Aber das Ganze natürlich im Sinne von internationaler Koalitionsbildung, von Roadmaps, von kurz-, mittel- und langfristigen Perspektiven. Ja, Michael Reckert vom Arbeitskreis Rohstoffe. Und ich möchte nochmal daran anschließen, was Ulrich Brandt am Anfang gesagt hat. Im Grunde dieser drei Sachen, ausbeuterischer Rohstoff, nachhaltiger Rohstoff und notwendiger Rohstoff, also das kleinste gemeinsame Übel im Grunde. Und ich sehe gerade, dass wir hier in Deutschland sehr viel diskutieren vom ausbeuterischen oder auch hier auf der Tagung in Richtung nachhaltigen Rohstoff. Das heißt tatsächlich, wir haben wenig Instrumente, zu einem notwendigen Rohstoffabbau zu bekommen. Und das ist mir eingefallen, in den Philippinen hatte man das gleiche Problem. Ich habe vorher 4,5 Jahre lang zu den Philippinen gearbeitet und die Kollegen von Allianz Artikel Mina, Allianz gegen Bergbau, sind auch jahrelang im Grunde hinter jedem Bergbauprojekt hinterhergelaufen und haben versucht, einzelne Projekte zu verhindern und haben dann auch No-Go-Zones definiert, wie wir hier sie diskutiert haben und sind dann angefangen, ein alternatives Gesetz zu formulieren und haben im Grunde die Logik umgedreht. Und sie haben gesagt, wir müssen im Grunde Bergbau erstmal prinzipiell verbieten und dann gucken, wo ist Bergbau und Rohstoffabbau für uns von Nutzen. Das heißt, wo macht das industriepolitisch für uns Sinn? Und das ist im Grunde, glaube ich, für mich so ein Ansatz in Richtung notwendigem Bergbau, der dann halt mit den Leuten vor Ort diskutiert wird. Und wer sich dafür interessiert, kann gerne mich oder die Böll-Stiftung später anschreiben und ich kann das Gesetz oder den Gesetzentwurf gerne weiterleiten. Wunderbar. Urs? Sie kennen das Prinzip, wenn Sie rauf wollen, müssen Sie einen vom Stuhl holen. Mir kommt es fast sofort, aber noch nicht bevor ich geredet habe, bitte. Mir kommt es fast so vor, als ob ich der Erste wäre, der zu dem Thema redet, Alternativas al Modelo Desarrollo Extractivista. Du jetzt. Dieses Modelo Extractivista ist uns in der ersten Grafik gestern vorgestellt worden als ein unaufhörlicher Prozess der Steigerung der Rohstoffexporte in allen praktisch allen lateinamerikanischen Ländern in Richtung auf 100%. Der Hans-Jürgen Burchardt hat sich an die Älteren unter uns gewandt, die noch die letzten 20 Jahre überblicken. Ich bin so ein komischer Mensch, ich überblicke noch die letzten 50 Jahre. Und da muss ich sagen, das ist damals eine Alternativa al Modello Desarrollo Extractivista gab. Das war die importsubstituierende Industrialisierung, die von Herrn Prebisch, dem Generalsekretär der CEPAL, vorgeschlagen wurde. Und in praktisch allen Ländern, selbst wenn sie ziemlich extraktivistisch waren wie Venezuela oder Chile, befolgt wurde diese Strategie. Diese Strategie hatte als Begründung, dass es eine fortwährende Verschlechterung der Terms of Trade für Lateinamerika gab, also zulasten der Rohstoffe und zugunsten der industriellen Produkte. Und dass deshalb die einzige Möglichkeit für Lateinamerika darin bestünde, die industrielle Produktion zu steigern. Und zwar so geschützt wie es notwendig wäre.
Das hat man gemacht. Das hatte Fehler, wenn man es vergleicht mit Südkorea etwa, insofern als die multilateralen Konzerne hereingelassen wurden nach Lateinamerika und dann die Profiteure dieses Modells wurden. Aber insgesamt war das Modell ziemlich erfolgreich, wenn man es vergleicht mit dem, was nach den Militärputschen und nach der Einführung des Neoliberalismus in Lateinamerika passiert ist. Das heißt, es war erfolgreich insofern, als tatsächlich die industrielle Produktion gefördert und gestiegen ist. Und es war erfolgreich insofern, als überhaupt wirtschaftliches Wachstum relativ da war. Nicht so wie hinterher unter den Neoliberalen. Die Militärputsche und die neoliberale Politik haben dieses Modell in Grund und Boden verdammt, weil sie gesagt haben, das ist eine Verzerrung, das gibt keine Wettbewerbsfähigkeit und so weiter. Sie haben selber viel Schlimmeres Lieber angerichtet. Lieber Urs, ich habe jetzt das Problem, dass du fast ein Co-Referat hältst. Wir wollen aber diskutieren. Es muss ja, sorry. Die Sachen müssen ja gesagt werden. Ja. Ich bin auch ziemlich gleich fertig. Wenn man an ein alternatives Modell denkt, dann müsste man, wenn man die Eingangsfrage richtig stellt, nicht nur fragen, wie kriegt man den Extraktivismus, die Rohstoffexporte wieder runter, sondern man müsste fragen, wie kriegt man das Übrige hoch, also der Rest. Und der Rest ist also zunächst mal vor allem auch Industrie. Und die Industrieproduktion könnte auch für den Export gesteigert werden, könnte man sich alles denken. Das wäre ein alternatives Modell an sich. Das Problem ist, dass in Zeiten Prebisch die Rohstoffpreise sehr niedrig waren und deshalb war dieses Industrialisierungsprojekt sehr, sehr attraktiv. Heute sind sie sehr hoch und da freue ich mich über den Beitrag eben, nämlich mit äußerster Ressourceneffizienz könnte man die Nachfrage nach Rohstoffen senken. Und damit würde ein Industrialisierungsmodell möglicherweise wieder attraktiver. Dankeschön. Ja, danke Urs für diesen Aspekt. Ist ja klar, das ist ja auch gefallen, dass der Extraktivismus in Lateinamerika zu einer Reprimarisierung geführt hat. Und natürlich ist es auch ein Modell, ob man das Alternative nennt, das ist die Frage. Ja, also wollen wir wirklich zurück zu Industrialisierung, die das nördliche Konsummodell nachahmt oder nicht. Von daher ist deine These natürlich schon umstritten und das werden wir ja sicherlich auch gleich in Kommentaren vom Panel her hören. Jörg. Ja, nur eine kurze Frage, die mich natürlich beschäftigt und zwar, angenommen man hat jetzt sozusagen normative ökonomische Modelle, die Alternativen aufzeigen. Für mich stellt sich für Lateinamerika, aber auch für andere Regionen das zentrale Problem, dass dort, wo Staatlichkeit vergleichsweise schwach ausgeprägt ist, ja, wo also staatliche Normen nicht befolgt oder umgangen werden können, da stellt sich für mich das Problem, dass solche Renten, ja, enormen Einkommen eigentlich für Politiker enorme Anreize setzen, dieses Modell nicht abzuschaffen. Das heißt, wie implementiere ich dann solche normativen Vorgaben in einem Szenario, in dem es beispielsweise für den peruanischen Bürgermeister hochattraktiv ist, für den peruanischen Kongressabgeordneten hochattraktiv ist, für den Minister hochattraktiv ist, diese Summen zu bekommen, um sie für seine eigenen Interessen, politisches Überleben einzusetzen. Und zwar auf eine Art und Weise einzusetzen, die möglicherweise sehr kurzfristig orientiert ist und die eben nicht in effizientem oder effektivem Maße aus diesen Renten dann öffentliche Güter in Bildung und Umweltschutz und Ähnliches investiert, sondern für diesen rationalen, nicht schlechten, überhaupt Politiker
ihn dazu veranlasst, einen Teil dieser Renten sozusagen kurzfristig zu verwenden oder eben auch ja, für sein eigenes Wohl zu verwenden. Also wie kriege ich das Problem schwacher Staatlichkeit in den Griff? Denn ich brauche ja einen vernünftigen, einen regulierungsfähigen Staat, um überhaupt diese normativen Alternativmodelle durchzusetzen. Und nicht umsonst thematisieren wir doch insbesondere solche Länder, wo die problematisch sind, wo diese Staatlichkeit eben vergleichsweise schwach ausgeprägt ist. Okay. Raimund, du wolltest reagieren auf... Nee, du bist dann in der Reihe. Ich versuche schon aufzupassen. Ja, dann ist Herr Bodmer dran, dann Nancy, dann du. So geht's der Reihe nach. Genau. Okay, dann mache ich gerne zwei Antworten zu ihm und eben der Bemerkung gerade. Alte Alternativen, neue Alternativen, Präbisch, Importsubstitution. Sicherlich kann man sich nicht mehr ganz am alten Industrialisierungsmodell orientieren, denke ich. Und auch diese Frage von sinkenden Terms of Trade kann man empirisch sehr unterschiedlich mittlerweile sehen, jetzt durch die letzten 10 Jahre. Ich denke, was interessant ist, ist zu suchen, welche aktuellen Cluster gibt es, die vielleicht mit einem moderaten, einem soften Extraktivismus zusammenhängen, aber auch in andere Entwicklungspfade reinführen. Und da würde ich denken, dass im Bereich Raffinerien sehr viele Möglichkeiten sind, also stoffliche Raffinerien. Viele kritische Materialien können eher aus der Beiproduktion in Raffinerien gewonnen werden. Raffinerien sind auch eine Nahtstelle hin zu Recycling bzw. Circular Economy. Auch andere Materialproduktionsstufen von der Eisen- und Stahlindustrie angefangen, heißen ja auch, dass man sich, wenn man an der Langlebigkeit von Metallen nun orientiert, dass diese ersten Stufen auf jeden Fall, wenn man so will, strategisch wichtig sind. Und dazu kommt natürlich auch der ganze Bereich von Ökosystemdienstleistungen, vom Ökotourismus angefangen bis hin zur Biomaterialproduktion und Ähnliches. Und ich denke, es gibt sehr viel in diesem Bereich, wo natürlich auch Europa, Lateinamerika kooperieren können und sich auch, wenn man so will, weitere Elemente eines alternativen Entwicklungsmodells abzeichnen würden, nicht in radikaler Abkehr, aber mit einer langfristigen Perspektive. Die Frage nach der Verantwortlichkeit von Politik in schwachen Staaten ist sehr richtig. Auch wir in einem sogenannten starken Staat haben gelegentlich Probleme mit der Verantwortlichkeit von Politik, völlig klar. Ein Argument ist ja immer, wenn man Extraktionssteuern einführen würde oder Ressourcensteuern im weiteren Sinne, weggeht von der Einkommensbesteuerung, dann orientiert man etwas auch um. Die Politik wäre weniger verantwortlich gegenüber steuerzahlenden Zivilbürgern und mehr gegenüber Unternehmen. Das kann man auch anders sehen, denn die Unternehmen sind es ja gerade, die auch einfordern werden, von der Politik klarzumachen, dass vernünftige Dinge damit gemacht worden sind. Auf die Diskussion kann man ja durchaus gespannt sein, wenn ein Unternehmen nach 5 oder 10 Jahren Misswirtschaft sagen würde, wir hätten folgendes Infrastrukturinvestitionsangebot gehabt. Das heißt also, die Frage von Verantwortlichkeit ist auch eine Frage des Diskurses. Mit wem diskutiert man darüber? Zum anderen natürlich das Recht, das hier erwähnt worden ist. Man braucht möglichst unabhängige Courts, Steuerinstanzen, die im Prinzip die Steuerpflichtigkeit und auch die Mittelverwendung mit einfordern. Der Haushaltsausschuss in den Parlamenten der westlichen Welt, ein so kraftvolles Institut, die Landesrechnungshöfe, die Bundesrechnungshöfe, überall da, wo die Mittelverwendung nachverfolgt wird. Das sind eigentlich notwendige Institutionen, wo man sagen würde, aus den ersten Einkommen sollen solche Institutionen mitfinanziert werden. Und international natürlich Offshore. Ja, dass irgendwelche Leute anfangen, die Gelder illegal ins Ausland zu gehen, das muss natürlich international ausgetrocknet werden.
wenn man so will, meine einfachen Rezepturen. Ich sage nicht, dass sie leicht zu gehen sind. Okay, Herr Boden. Ist immer an. Wunderbar. Ich glaube, es ist ja jetzt in dieser Tagung deutlich geworden, dass ich über diese Triade Entwicklungsmodell, Demokratie und als spezifischer Fall Extraktivismus, bestenfalls analytisch kann ich die trennen, aber wenn ich mit einem Thema anfange, wird das andere eigentlich schon direkt oder indirekt impliziert. Das ist ganz klar, wenn ich über Demokratie rede, muss ich über soziale Gerechtigkeit, dazu gehört Ressourcenzugang und andere Dinge. Umgekehrt ist es genauso, wenn ich über Demokratie rede, habe ich immer implizit ein Entwicklungsmodell auch im Hinterkopf. Ich möchte nur einen Gedanken aufgreifen, der von Barbara Unwissig und auch von Uli vorhin erwähnt wurde, Stichwort Recht. Es ist ganz klar, eine Dimension ist das Recht, Setzung und Rechtanwendung sind vermarktete Prozesse. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte aber auch noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Und das ist eine Dimension, ich bin auch Politologe, da würde ich sagen, haben wir ein bisschen Mitschuld, die Politologen und die klassische Lateinamerika-Forschung. Wir sind gewöhnt, wenn wir uns in die Manuale reingucken, wie funktionieren politische Systeme, zu trennen zwischen Institutionen und Akteuren. Man sagt in Lateinamerika immer, wir haben ein institutionelles Defizit, schwache Staatsstrukturen und so weiter, das stimmt alles. Aber viel wichtiger ist etwas anderes und da können wir Anleihen uns holen, zum Beispiel bei der Rechtsphilosophie oder auch bei der politischen Ökonomie. Wenn ich wie in der politischen Ökonomie sage, Institution ist ein Satz von Regeln, in deren Namen Akteure handeln oder nicht handeln. Wenn sie entsprechend der Logik der Institution handeln, dann müssen sie sozusagen die Philosophie der Institution internalisiert haben. Die Rechtsphilosophen sagen, das ist der internal point of view. Wenn ich das nicht habe, habe ich zwei parallel laufende Rechtssysteme. Das haben wir in fast allen lateinamerikanischen Ländern. Wenn das so ist, das heißt, ich habe wunderbare Gewaltenteilung, wenn ich genau hingucke, ob nun der Senat wirklich die Regierung kontrolliert, dann kann das gar nicht stimmen, weil das Funktionieren der Senatoren und auch der Gerichte nach ganz anderen Spielregeln geht. Es gibt da diesen schönen Satz, alles für mich und das Gesetz für meine Feinde, das ist ein Sprichwort in Argentinien. Wenn ich so eine Rechtsauffassung habe, dann kann ein System nicht funktionieren. Dann habe ich parallele Rechtssysteme, die nach ganz anderen Gesetzen funktionieren. Da kann ich 10-mal über Gewaltenteilung reden, ich komme der Sache nicht näher. Jetzt am Schluss vielleicht eine Empfehlung. Gut. Für die fortlaufende Tagung. Mein Eindruck ist, wir haben in den letzten Jahren eine höchst intensive Debatte über Entwicklungsmodelle, auch bei uns in Europa, in Deutschland, über Demokratiemodelle, das geht weit darüber hinaus von repräsentativ oder nicht direkte Demokratie. Es gibt interessanteste Studien, man darf auch wieder das Wort Kapitalismus in den Mund nehmen, wenn Sie sich die Studien angucken von Max Planck jetzt in Köln zum Beispiel, da wird von Kapitalismus geredet. Und wir haben Ansätze in Lateinamerika, die gehen auch über das Stichwort Extraktivismus weit hinaus. Und es geht auch darüber hinaus, dass eine Herr Acosta, Empfehlung. Ja, was ich empfehlen möchte, das Dilemma ist, dass sowohl in Deutschland die Demokratiedebatte wie auch die Kapitalismusdebatte parallel laufen und noch mehr parallel läuft das, was in Amerika, in Lateinamerika dazu gesagt wird. Empfehlung, es ist meines Erachtens höchste Zeit, diese Stränge mal zusammenzuführen. Das ist eine ganz fruchtbare Geschichte. Meine These ist, es gibt viel mehr Kontakte und Überschneidungen, sodass beide Seiten voneinander lernen können. Weiß ja, danke schön für die Empfehlung. Greifen wir auf oder ich finde, wir greifen sie zum Teil auch schon auf, auch mit dieser Tagung zumindest in Ansätzen. Nancy, du hast lange gewartet und willst ebenfalls kommentieren. Sí. Bueno, se ha señalado aquí, se ha hablado básicamente de este modelo y cómo aplicar ciertos correctivos a este modelo. La verdad es que parte del debate está dado por las dimensiones que tiene la industria extractiva hoy día en Latinoamérica, que no tiene en definitiva precedente, o sea, tiene precedente en los periodos de mayor explotación de la naturaleza en nuestros países, pero evidentemente las dimensiones que está teniendo la industria extractiva en algunos territorios coloca sobre la mesa de discusión la necesidad
necesidad de generar una moratoria a la extracción. Ese es el caso, y no solo en espacios donde las particularidades ecosistémicas aconsejan, en definitiva, declarar la intangibilidad de los territorios, sino que si uno piensa, por ejemplo, en la situación del norte de Chile, las dimensiones de la industria extractiva de recursos minerales ha determinado que incluso el mismo sector alerte respecto a que en el año 2025 no van a tener un litro de agua para seguir desarrollando minería. Y por lo tanto, la única posibilidad es trasvasar agua desde otras regiones de mayor abundancia hídrica. Eso evidentemente da cuenta que el modelo es insostenible en sí mismo por las dimensiones que tiene. En ese escenario entonces surge poner en el debate cuál es el rol que tiene el Estado hoy día y el rol el Estado ha abdicado precisamente su rol interventor, porque la globalización económica ha impuesto en los Estados, cualquiera sea la corriente política que estos tengan, un rol subsidiario respecto a la inversión extranjera. Y por lo tanto, básicamente, tener que prescindir de facultades regulatorias, pero también de facultades planificador que permitan efectivamente asegurar la sustentabilidad de las extracciones y la cooperación intergeneracional. En ese escenario es donde han emergido algunos mecanismos como la consulta, como alternativa frente al modelo. Sin embargo, me gustaría hacer un solo punto sobre la eficacia de la consulta. La consulta previa precisamente ha derivado de un acuerdo consensuado entre la industria y los gobiernos en el marco de la negociación tripartita de la OIT. Y esa es la gran debilidad que tiene la consulta previa, porque al no ser vinculante y fue concebida ex profeso para no serlo, finalmente lo que obliga es a establecer mecanismos, la decisión política de ejecutar el proyecto está blindada. Y lo único que es finalmente disponible es el acuerdo de participación en los beneficios de la explotación. Así lo dice explícitamente el convenio 169. Y con esto quiero hacer el punto sobre los estados débiles y los estados fuertes. El tema no es solo de corrupción. El mecanismo institucional está dado precisamente y legitimado, validado legalmente, para establecer acuerdos impacto-beneficio. Es ahí entonces donde la discusión respecto a la necesidad de poner el consentimiento previo, libre e informado como mecanismo eficaz es clave, porque es el único que es compatible con el ejercicio del derecho a la libre determinación. Y en eso sí creo que hay algunos avances en el sistema interamericano, precisamente cuando la dimensión de la industria es tal que amenaza el sistema de vida y costumbre y, por lo tanto, lo que está reconocido como derecho fundamental es el derecho al consentimiento y, por lo tanto, la posibilidad de oponerse a esta decisión política de mantener industria extractiva en esos territorios. Bien. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, soy de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia. Yo digamos que tengo muchas ideas en la cabeza porque el debate ha sido muy interesante y lo que creo es que a veces hay discusiones que tienden a confundir las alternativas al extractivismo o las alternativas para el extractivismo. Y lo digo porque en realidad en mi país al menos el discurso post-extractivista es muy bien recibido por las empresas, muy bien recibido. Es una ayuda. Es decir, les sirve muchísimo para justificar lo que hacen y creo que les servirá aún más. Han venido acercándose mucho a las personas y organizaciones que han venido hablando de post-extractivismo. ¿Por qué? Porque, bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista incluso de Sensat también, el asunto es que el post-extractivismo es el sueño del Estado liberal moderno, razonable, coherente, que crea buenas leyes y las hace cumplir. Pero realmente allí no hay una alternativa a lo que se hace. Es, digamos, decir que podemos hacer esa minería sensata no tiene sentido. Es hablar de desarrollo sustentable minería sustentable.
Cuando se habla de minería, se habla de extraer un recurso hasta su agotamiento. Eso es contrario a la palabra sustentable, que busca preservar un recurso, manejarlo de la mejor manera para otras generaciones. Entonces es contradictorio esto que decimos. Extractivismo sensato es una contradicción en los términos, creo. En ese sentido también creo que es importante, y retomo algo de la discusión anterior, cuando se habla de los tipos de conflicto, creo que lo que hay es correlaciones de fuerza en donde hay cosas que son posibles y no. Si estamos en un lugar como ese, que puede ser el paisaje de La Guajira en Colombia o del Cesar en Colombia, pues es que tenemos que negociar que compensen, que paguen el daño que hicieron, que mantengan medianamente bien las pilas de lixiviación, si es que es de oro o metalífera, pero no podemos negociar que se detenga. En cambio, en otros lugares lo que tenemos que hacer es justamente eso. Es decir, en Colombia, decir que vamos a negociar un extractivismo sensato para luego un extractivismo necesario no tiene sentido porque hoy no hay nuevos proyectos mineros. Hoy tenemos unos proyectos en curso que no permitiremos que se amplíen, no permitiremos la ampliación del Cerrejón, no permitiremos que se desvíe el río Ranchería para extraer el carbón que está bajo el río. Entonces, es válido en ese punto hablar de un no queremos minería, pero hay otros en donde no es que sea otro tipo de interés el de la gente, es que no hay posibilidades de negociar otro tipo de cosas. Y creo, finalmente, perdón por alargarme, que también lo que peleamos es el derecho a decir no por una lucha de identidad, por el derecho a ser campesino y a no ser considerado atrasado por ello, el derecho a ser indígena y no ser considerado menos por ello. Entonces es como una cosa también que, para cerrar, perdón, que digamos, no sé, hoy no creo que haya una alternativa, creo que hay muchas alternativas y que tendríamos que mirarlas una a una, porque es como un sueño que intentamos recordar, pero que aún estamos, está un nebuloso, no lo tenemos claro, pero no debe haber, si nos estamos oponiendo a este modelo, no tendríamos que oponer otro, sino muchos otros mundos posibles. Ja, ganz wunderbar, super. Herzlichen Dank für diesen Beitrag und auch nochmal für dieses starke der Option, die große Alternative des Neins zu dem, was zerstört wird. Ich möchte Sie jetzt bitten, ganz kurz noch nicht die Ihre Schlussworte. Nee, nicht das Schlusswort. Das kommt gleich, aber wir müssen schließen. Bitte, okay. Legen Sie los. Nancy, me va a disculpar, voy a hablar en alemán. Die 90er Jahre waren ja auch der Prozess der Dezentralisierung in Lateinamerika. Ich bin Berater der EU im Bereich Wassersektor. Und es ist interessant zu sehen, dass viele Staaten da sehr, sehr wenig gemacht haben. Das ist eigentlich eine große Chance, wenn man sich jetzt mal genau anguckt. Aber in Ländern wie, in denen ich jetzt vor kurzem war, Honduras, Dominikanische Republik, Guatemala, kann man schon nicht mehr vom schwachen Staat reden. Ich würde sagen, das ist schon ein kontaminierter Staat. Das heißt, die Interessen von die Doppelinteressen von Parlamentariern plus der Druck eben von kriminellen Organisationen, auf dass eine Politik eben nicht geschieht, ist dermaßen stark, dass eben auch wirklich nichts geschieht. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir lokale Instanzen, Kontrollinstanzen fördern und dass das auch die Kooperation so sieht, dass wir mit Bürger, Honduras hat 298 Munizipien, mit denen muss zusammengearbeitet werden, und nicht über einen Zentralstaat, sondern direkt, wenn möglich, Vereinigungen von Munizipien. Das heißt, wir müssen wirklich die Agenda, die damals in Rio verabschiedet wird, realisieren, dass wir lokale, territoriale, regionale Entwicklung machen und in diese Munizipien reingehen. Das ist ein Punkt. Und da würde mich sehr interessieren, was, das geht jetzt immer schneller, was dazu in Chile, wir haben damals vor ein paar Jahren zusammengearbeitet im Wassersektor, wie kann lokal gerade dieser Pseudo-Wassermarkt in Chile kontrolliert werden und Beschwerde geführt werden. Wo kann man vorsprechen? Das Zweite ist, die Länder brauchen einen Ombudsmann. Sie brauchen eine unabhängige oder Ombudsfrau, eine unabhängige Organisation von Staat, gut, der irgendwo es ihnen ermöglicht, Beschwerden über Korruption einzureichen. Und bitte, Sie sollten das auch nie alleine tun, sondern immer in Gemeinschaft, sonst ist Ihr Leben in Gefahr. Und das, wir haben sehr viele Mitarbeiter verloren, auch in wirklich, die erkannt haben, dass der Staat nicht das Monopol der Information hat, minus Transparenz, sondern dass er erstmal gar nicht die Information hat
und gar nicht daran interessiert ist, diese zu generieren. Und wenn niemand die generiert, dann macht er eben, was er will und hat eben teilweise Bündnisse wirklich mit terroristischen Vereinigungen, die man nicht unterschätzen sollte. Das heißt, wir müssen auch in der Kooperation danach gucken, dass ja, unabhängig sein. Und der letzte Punkt ist die Straflosigkeit in diesen Ländern. Das heißt, es müssen eine Judikative und eine Exekutive, die eben nicht korrupt ist, aufgebaut werden. Und die Leute, Politiker, sei es, Sie haben das in Costa Rica, sehen das ab und zu, dass auch ehemalige Präsidenten in den Knast kommen. Das heißt, sie müssen dafür in Verantwortung gezogen werden. Das heißt, wir brauchen internationale Gerichtshöfe, die eben das auch wirklich ernst nehmen, dass in den Ländern Reformen nicht durchgeführt werden. Kurz hin, dann schmeißt du runter. So, jetzt hat sich doch noch ein Fisch hier hochgeschlichen, aber Uli Brandt, den ich noch um einen kleinen kurz Schlusskommentar bitte, hat ihm eine Minute abgegeben, okay? Also wir haben jetzt Karl Schneider, ich studiere Umweltingenieurwissenschaft und wir haben ein paar Mal gehört, wir müssen Konsum einschränken und mir fehlen da so ein bisschen die Mittel und eine Idee zum Beispiel wäre einfach 10 Jahre Pflichtgarantie auf alle Geräte. Autos könnten im Moment 40 Jahre fahren ohne Probleme vom technischen Standpunkt. Vielleicht kann man in der Richtung einfach mehr machen und vielleicht kann da die Böll Stiftung auch in so Richtung mal argumentieren und das einfordern. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. So, Uli. Vielleicht. Ja, kein Schlusswort. Nein. Ich bin ganz schlecht bei dem, weil das kriegst du auch nicht. Nein, das mache ich nämlich. Genau. Also erstmal zwei Gedanken möchte ich nochmal festhalten für uns alle. Das fand ich jetzt sehr wichtig von der Kollegin aus Kolumbien, dass offensichtlich auch die Postextraktivismusdebatte einer Kooperationsgefahr erliegt. Das sollten wir haben. Und das zweite von Klaus Bodemer, diese Frage von Kapitalismus und Demokratie. Das ist oft getrennt. Mein Mitherausgeber der Blätter, Jürgen Habermas, ist da ein Stück weit und viele andere auch mitverantwortlich. Aber gerade den du ansprichst, nämlich die Kölner, also Streeck, versuchen es ja mit dem Begriff des demokratischen Kapitalismus zusammenzubringen. Es ist aus meiner Sicht grauenvoll hilflos, weil es sozusagen das sozialdemokratische Modell der 70er Jahre stark macht. Aber ich denke, dass an ganz vielen Stellen diese Diskussion weitergeführt wird, wäre ein neues Tagungsthema. Letzte Bemerkung zu Urs, zu den Alternativen, weil du gesagt hast, es gab historisch eine Alternative und wir würden nicht davon sprechen. Also wollte ich jetzt sozusagen nicht bei diesem Publikum oder bei diesen Anwesenden, die mit diesem Erfahrungshintergrund kommen aus Lateinamerika, spreche ich nicht über lateinamerikanische Alternativen. Wir haben den ganzen Tag immer wieder was gehört. Und ich wollte nur zwei kurze bemerken. Erstens ist der Verweis auf die Importsubstitution und Ressourceneffizienz wieder die Gefahr der Magic Bullet. Wir haben es. Ressourceneffizienz, grüne Ökonomie, das ist es mit Technologie. Und da fand ich die Intervention der Kollegin jetzt aus Kolumbien wichtig. Nein, es ist eine Welt, in die viele Welten passen und wir haben viele Strategien, ohne dass wir naiv sind. Ja? Aber ich habe jetzt den Eindruck gehabt, ich will es nur meine Wahrnehmung schildern, wir haben es wieder. Und das ist die Gefahr der grünen Ökonomiedebatte. Mit technologischen Revolutionen, grüner Kontrativ und so weiter, kriegen wir den Laden in Griff und müssen nicht die Produktions- und Lebensweise ändern. Und das wäre mein Schluss. Ich bin deshalb nicht systematisch darauf eingegangen, weil das ja sozusagen die starke Brücke des Panels vorher war. Und ich wollte klar machen, wenn wir über Alternativen sprechen, und das sind Alternativen, ist eine Politik der Kräfteverhältnisse, ist nicht nur die Allianzen von unten, sondern ist auch die Schwächung der Strategien und Allianzen von oben, und das wäre die Differenz mit Raimund Bleischwitz, gar nicht in der jetzt kurzfristig oder mittelfristig, sondern ich möchte nicht die Akteure, wie sie existieren, einfach annehmen und ihnen bessere Regeln geben, sondern ich möchte die transnationalen Konzerne, wenn sie negativ agieren, schwächen. Das ist eine Politik der Kräfteverhältnisse mit Recht, also mit und meinetwegen auch mit Steuern, aber das sind Auseinandersetzungen. Zweitens, habe ich mit dem Staat nochmal den Punkt versucht stark zu machen. Es reicht eben nicht, dass der Staat nur Regeln setzt, sondern was umgebaut werden muss. Und mein allerletzter Gedanke, und ich habe es nicht explizit gemacht, weil es eben schon im Raum war, wir brauchen einen globalen Umbau. Und das ist sozusagen die Höhe, natürlich ein abstraktes Argument, auf der wir agieren, wenn wir die Ressourcen halbieren wollen, den Ressourcenverbrauch, einer Produktions- und Lebensweise hin, und das wäre mein Punkt, zu einer attraktiven Produktions- und Lebensweise. Der konservative Diskurs, das war meine Erfahrung in der Enquete-Kommission, Meinhard Miegel und andere, ist ein Verzichtsdiskurs. Wir müssen verzichten und den Gürtel enger schnallen. Und dann ist immer klar, wer den Gürtel enger schnallt. Nämlich die ihn eh schon enger schnallen müssen. Und die progressive Antwort kann nur sein, in den Bereichen Ernährung, Mobilität, Wohnen, Kleidung, Kommunikation, attraktive, ressourcenleichte, da habt ihr ja die wegweisende Arbeit gemacht damals, Wohlstandsmodelle zu entwickeln. Und
Das finde ich wichtig. Es hat vorhin jemand auch abschließend gesagt vom anderen Panel. Unsere Postwachstumsdebatte hier ist wirklich die andere Seite der Medaille der Postextraktivismusdebatte, wenn sie noch nicht kooptiert ist, sondern wenn sie ihre progressiven Elemente hält. Und das ist, da ist ja die Böll-Stiftung ganz aktiv, der Aufruf an alle wahrzunehmen. Es gibt die Konferenz in Leipzig im September, die Growth-Konferenz, genau, da sich sozusagen zu engagieren. Und wir versuchen auch ganz aktiv, da die lateinamerikanische Debatte hinzubekommen. Ja. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Uli, auch nochmal für diesen letzten und wichtigen Kommentar. Ich möchte jetzt ganz gerne erstmal diesem Panel ganz, ganz herzlich für die Beiträge danken. Ich denke, es sind nochmal sehr, sehr viele Aspekte, die sich durch die ganze Tagung gezogen haben, erörtert worden. Ich finde, es sind auch noch mal viele wichtige Stichworte gefallen, die eher unterbelichtet waren auf der Konferenz, zum Beispiel eben auch die Thematik der Kompensation derer, die unter diesem Modell leiden. Moratorium, No-Go-Areas, so viele gute, auch sehr konkrete Elemente. Erstmal ein Applaus für die drei hier und für Sie alle, die hier beigetragen haben. Applaus